Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zur Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Steffishausen. Ich bin der Shorty von der Test Area. Ah, jetzt wollte ich schon sagen, willkommen zurück zur nordfriesischen Marsch. Dinkel haben wir hier. Und ich möchte Dinkel, weil wir unser, also ich habe vergessen, unser Dinkelfeld anzusehen. Deshalb wollte ich den Dinkel, den wir hier geerntet haben, in die Schweinefutterproduktion bringen. Mann, 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 Mann. Oh. Will dem ja mal nicht im Weg stehen. So. Runter von der Strada. Dann müssen wir die Stelle finden, wo wir auch einen Kurs haben. Das müsste hier sein, ne? Ne? Na? Nein, noch viel weiter. Auf der anderen Seite der Brücke. Das ist schon hier, also wie die Landschaft auch angelegt ist, ne? Was ich mich nur immer frage, wenn es regnet, ne? Wo geht denn das ganze Wasser hin, da unten im Tal? Das frage ich mich immer. Naja. Naja. Man weiß es nicht. So. Aber jetzt hier, ne? Genau. Und los. Der macht nichts. Der Hopfen. Wir haben hier Hopfen geerntet. Hopfen ist dieses grüne Knubbelchen. Ja, wie kann man da eine grüne, wie ein grüner Tannenzapfen eigentlich, ne? Am Logistikcenter. Okay. Da werden wir Hopfen verkaufen. Logistikcenter. Vor die Logistik. Und wir können jetzt der Straße. Ja, wir sind direkt an der Brücke. Machen wir das doch. Geben wir hier Gas. Das sind schon malerische Landschaften hier. Wohl, 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 wohl. Gefällt mir sehr gut. So. Ab zum Logistikcenter und weiter geht's. Der steht, der steht, der steht, der steht. Alle stehen noch. Genau. Wo wir hier schon mal sind. Das ist die 79. Dann kommt jetzt die 80. Die ist da. 80. Kaufen. Ich hüpfe mal dahin. Am besten zur Tankstelle hier. Ne? Tankstation. Das sieht ja auch aus, als wenn hier ein Starthof wäre. Okay. 80. Hüpf. 80. Dinkel. Ja, dann müssen wir auch hier rumdinkeln, ne? Was ist 81? 81 ist leer. So, 80. Was haben wir hier in der Nähe? Hafen Süd. Sehr schön. Du nicht. Du hast noch zu tun. Du hast noch zu tun. Du. Nee, verkauft. Hafen Süd. Bringen wir den jetzt mal hin. Da geht's dann nämlich weiter. Hier zu rechten ist unser Roggenfeld. Und das ist hier das kleine Dinkelwinkeldingen. Ich könnte es ignorieren, ne? Einfach ignorieren. Aber ich tue es trotzdem. Abernten. Ich mache nur die Strohablage aus. So. Und dann lasse ich das vom AI Vehicle Extension eben wegernten. Ne? Das ist ja, keine Ahnung.
Das ist so ein Experimentierfeld, ne? Für neue Fruchtarten, Düngemittel oder was auch immer. Na, mein Freund. Piano. Okay. Strohsammler ist fertig. Was ist da drin? 40%. Ich würde den sagen, er soll mal verkaufen fahren, Stroh jetzt schon, damit er wieder leer ist. Man weiß ja nie, was noch auf uns zukommt an Strohmengen. Hafen Nord, natürlich. Wir sind am südlichsten Ende der Map. Dann können wir auch zu Hafen Nord fahren. Ah, okay, nein. Das passt. So weit nördlich ist der Hafen gar nicht. Hafen Nord. Also der ist nicht ganz oben im Norden, ne? Boah, wie der hier ins Schleudern kommt. Also sachte in der Kurven. Driftphysik. Da unten ist Mohn. Wird uns auch noch gehören. Zur Linken ist unser Gerstefeld, glaube ich. Gerste war es. Für die Mühle, ne? So. Hafen Nord. Gib alles. Ist abgeladen. Dann fahr jetzt. Hafen Süd die Ecke. Ist doch richtig eigentlich. Ich guck noch mal nach. Was ist denn besser da? Hafen Süd, Kalkmine, Hafen Süd, Kalkmine, Hafen Süd, Kalkmine. Ja. Hafen Süd. Ein bisschen Dinkel. So, und los. Dann sind wir auch schon am Logistikcenter mit dem Hopfen. Für den edlen Tropfen. So, und ausspucken. 608.000 Euro. Bam. Einfach mal so eben. So, da jetzt alles soweit unterwegs ist. 81 ist jetzt die 82 dran. Auf der 75 steht ein Roder. Dann 82. Da ist was drauf. Sojabohnen. Dann können wir da nämlich dann gleich weitermachen mit dem Drescher. Ja, cool. So, ich hatte die Strohablage doch. Ach, verdammt. Jetzt habe ich hier das Stroh liegen. Ach, verdammt. Habe ich mich vertan. Zwischen an- und ausschalten, ne? Geh doch mal. So, genau. Ach ja, habe ich mich vertan. Egal. Das sammeln wir so ruckzuck weg, das Stroh. Und dann hat sich das erledigt. So. Das habe ich jetzt übergeladen. Müssen wir über die Brücke. Genau, über die Brücke rüber. Dann ist die 82 zur rechten. Da sind Sojabohnen drauf. Sojabohnen gibt kein Stroh. 99999. Aber Sojabohnen gibt Geld. Gutes Geld. Nicht? Also eigentlich. War ja schon immer so. Gibt ja den Mod wegen Sojabohnen Stroh auch. Moment. Ah, doch. Wollte gerade sagen, haben wir uns da verfahren? Nein, haben wir nicht. 82. Ja. Da oben ist der Hügelein. Was ist das? Echt jetzt? Echt jetzt? Unter der Brücke? Sehr originell. Was man so unter Brücken alles findet, ne? Finde ich gut. So.
Kann weg, kann weg. Kurs generieren. 82. Zack, 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 zack. Generiere Feldkurs. Zurück speichern. Feld 82. Und los geht's. Der wird wohl das ganze Feld, ist ja Sojabohnen. Sojabohnen haben nicht so einen hohen Ertrag. Deshalb wird er wohl das ganze Feld schaffen, sich zu vereinnahmen. So, dann müssen wir das mit dem Strohverkauf eben hinter uns bringen, mit der wieder leer ist. Oh, mal gucken, wie viel Euro dabei rumkommen. War ja fast 1 Million Liter drin, ne? So, bäm, 206.000 Euro durch Stroh. Nebenprodukt, ne? Jawohl, Nebenprodukt, Hafen Süd. Und los. Der ist jetzt dran. Was machen wir mit dem Dinkel? Bring ich den zum Futterwerk? Ich bin hier. Futterwerk ist da. Na komm. Wir machen das mal persönlich. 8.442 Liter Dinkel. Beim Futterwerk ist ja auch absolute Stille gerade, ne? Weil die Produktion ja stehen. Finde ich gut. Es ist wohl auch da drüben. Ja. Guck mal, krafteigene Arroganz können wir abkürzen. Was unsere Traktoren alle können. Das kann manch PKW nicht, ne? So, Dinkel, 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 Dinkel. Dinkel, Dinkel, Dinkel. Dinkel für die Schweinefutterproduktion, mit der wir, na, so reich werden. Was mit der Schranke? Dinkel, 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 Dinkel. Also mit der Schweinefutterproduktion haben wir echt eine Menge Kohle verdient. Ah, so, rausniesen. Leer. Prima. Und dann können wir den jetzt zu dem Acker bringen, wo der Sojabohnendrescher zugange ist. Danke sehr. Dann kann er da nämlich als Abfahrer dienen. Bei die andere Seite. Ich sehe da hinten das Toilettenhäuschen vom Weiten. Hier haben wir Kartoffeln gerodet. So. Okay. Lassen wir den hier stehen. Dann kann der hier weiterarbeiten. So, 82. 83 ist schon unsers. 84 ist schon unsers. 85. Und dann gucken wir, was auf der 85 drauf ist. So, let's jump. Oh, da ist aber echt was dran. Mohn. Mohn. Erntereifer Mohn. Ich habe doch dann hier. Da. Erntereifer Mohn. Habe ich den Drescher stehen? Ein Platz im Mohnfeld, der ist immer frei, denn es ist Sommer. Das, ja. Es war zwar nicht das Mohnfeld, ne? Aber ja, ihr kennt das Lied. Ihr kennt das Lied. Und ich möchte für wetten, ihr habt jetzt einen Ohrwurm. So. Kurs generieren. 85 ist nicht mehr viel. Ne? Generiere Feldkurs. Zurück. Speichern. Feld 85. Danach ist nur noch ein Feld. Abfahrer einstellen. Und das ist das Feld Nummer 86. Hier, das letzte.
Und weil das gerade leer ist, kaufe ich das jetzt. Bäm. Boah, ey. Letzte Feld. Wir haben das letzte Feld gekauft. Geil, was können wir noch kaufen? Wir haben ja noch Kohle ohne Ende, ne? Alles, was so grün ist. Ich klick's einfach mal an, ja? Raus die Kohle. Raus die Kohle. Wo kann man noch klicken? Wir gucken, was wir noch so erwischen, ne? Solange die Kohle reicht. Alles unsers dann. Ja, natürlich kommen dann noch die ganzen, dürfen wir nicht vergessen, die ganzen Grundstücke von den Produktionen auch, ne? Müssten die ganzen Produktionen dann eigentlich auch kaufen, aber das ist nicht gewünscht von mir. Hier noch. Da noch. So, hier kann man nicht. Kann man nicht. Boah. Boah. Alles geschafft. Aber wirklich alles, ne? Ja, die Map gehört uns komplett. Wir brauchen hier einen Abfahrer noch. So, wir liefern den Abfahrer an für das Mondfeld. Was ist ja auf Getreidehandel Süd ist ja gestellt. Super. Habe ich den Drescher auch noch schnell eingestellt auf Getreidehandel Süd. 54%. Okay. Ja, dann ist das hier die vorletzte Folge. In der letzten Folge werden wir dann noch eben aufräumen, ne? Und uns von der Map ein bisschen verabschieden. Und dann war es das erstmal mit dem Projekt Steffishausen. Gehört alles uns. Wir haben auch nur noch 7.390.000 auf dem Konto. Also, dass ich die restlichen Grundstücke, Zwischengebiete so gekauft habe, das ging auch noch mal ins Geld. Mehr noch als die Felder. Die Felder waren nicht so teuer. Aber wir haben es geschafft. Quasi. Gut. Ich lasse das hier noch durchdreschen, dass es dann fertig ist. Und ja. Dann machen wir in der nächsten Folge den Abschluss. Ich verbinde bleibt der Schotti von der Test Area. Und damit bin ich für heute raus. Passt gut auf euch auf. Bleibt mir gewogen. Und was ganz, ganz wichtig ist, vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.